Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Gespräch über Kultur, Gesellschaft und Außenpolitik in Umbruchzeiten. Mein Name ist Caroline Giel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Corona-Pandemie hat uns über ein Jahr im Griff und nicht nur ein Autor hat sich seit letztem Jahr die Frage gestellt, inwieweit man das Jahr 1920 mit dem Jahr 2020 bzw. 2021 vergleichen kann. Wenn man diese Zeit vergleichen kann, kann man Lehren aus der Geschichte ziehen? Was könnte auf die Krise folgen? Im Negativszenario vielleicht ein Krieg, im Positivszenario Fortschritt. Darüber spreche ich mit einem der bekanntesten Professoren, dem Militärhistoriker Sönke Neitzel, der in Deutschland vielleicht auch aus vielen Serien, vielen Dokumentationen zum Thema Krieg bekannt ist. Er lehrt aktuell an der Universität Potsdam und ist Inhaber des Lehrstuhls für Militärgeschichte. Guten Abend, Herr Professor Neitzel. Ja, guten Abend, Frau Gill. Ich hatte es eingangs gesagt, viele Autoren haben sich genau mit der Frage beschäftigt, inwieweit man das Jahr 2020 mit dem Jahr 2021 vor 100 Jahren vergleichen kann. Ich kann nur eine Publikation nennen, zum Beispiel durch den Kulturwissenschaftler Wolfgang Martin Kiewicz mit seinem Buch Am Nullpunkt des Sinns, wo er darüber reflektiert, dass wir vielleicht auch einen ähnlichen Zeitgeist haben. Aber wie sehen Sie das? Kann man das tatsächlich vergleichen oder ist das nur ein geschickter Werbezug? Also vergleichen kann man immer alles. Die Frage ist halt, was wir dabei rausbekommen. Und ich glaube, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Und dass wir natürlich Vergleiche ziehen können. Die 20er Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sind sehr heterogen gewesen. Andererseits Aufbruchstimmung, aber auch eine große, ja geradezu traumatische Belastung von der Krise, die davor passierte im Ersten Weltkrieg. Also ich finde das ein bisschen, ehrlich gesagt, wir sind ja ganz offen und hier unter uns, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Denn die Voraussetzung für die 20er Jahre, auch den Aufbruch, war ja diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts des Ersten Weltkriegs. Mit 10 Millionen Toten, die einen heute kaum mehr nachzuvollziehenden Schock um den Erdball gesandt hat. Gerade in Europa, aber nicht nur in Europa. Und ich glaube, davon sind wir weit entfernt. Bei allen Problemen, die die Corona-Pandemie jetzt für uns bedeutet, unser normales Leben läuft ja mehr oder minder weiter. Nicht? Wir beide unterhalten uns jetzt über Zoom und wir sitzen jetzt nicht im Schützengraben und müssen um unser Leben fürchten. Wenn man auch sieht, natürlich sterben viele Menschen, nur wenn wir sehen, wie viele Menschen sowieso sterben an Krankheiten, an Altersschwäche. Also es wird vielleicht, man kann es, glaube ich, nicht wirklich vergleichen, oder es kommt nicht zu einem sinnvollen Befund. Zumal ja auch dieser Vergleich mit der Weimarer Republik oft gezogen wird. Also die Radikalismen, Rechtsradikalismus bedroht die demokratischen Gesellschaften. Also ich denke immer, oft wird Geschichte wie so ein Wühltisch verwendet. Ja, man nimmt so einen Wühltisch und dann sucht man sich irgendwie so das Teil heraus, was so gerade zum aktuellen Argument passt. Und dann kann man natürlich sagen, während den Anfängen, die Demokratie ist gescheitert, was kam danach, Adolf Hitler und der Zweite Weltkrieg. Man kann aber auch natürlich sagen, ja, sind wir vielleicht im Jahre 1914 oder sind wir im Jahre 1849? Also man kann immer wieder bestimmte Parallelkonstellationen herausnehmen und die Antworten wären jeweils ganz andere. Nicht? Also wenn wir zum Beispiel das Verhältnis, sagen wir, NATO-Russland nehmen, dann sagen die einen, ja, wir sind im Jahre 1914, wir sleepwalken in einen großen Konflikt mit Russland, ja, aber vielleicht sind wir 1938 und betreiben Appeasement-Politik. Die Schlussfolgerungen wären ja ganz andere und je nachdem, wer welches Argument hat, benutzt eben die Parallele zum Jahr 38 oder die Parallele zum Jahre 14. Ich bin da als Historiker sehr vorsichtig. Wir müssen in unserer Zeit unsere eigenen Antworten finden und niemand weiß, was die Zukunft bringt. Und die Geschichte kann dabei in verschiedenen Szenarien Hilfestellung leisten, aber sie kann uns sozusagen auf einem höheren Niveau ratloser machen. Aber die Entscheidung müssen wir dann selber treffen und das wird wieder eine neue Epoche sein mit ihren ganz eigenen Regeln. Natürlich sind die 100 Jahre immer ganz attraktiv hinzuzuziehen, eine Parallele, die aber tatsächlich
häufig aufgeführt wurde, ist eben die Parallele zu der spanischen Grippe. Noch vor einem Jahr kannten nur die Historiker, was diese spanische Grippe eigentlich ist. Aber damals, 1918 und 19, wäre ja niemand auf die Idee gekommen, wahrscheinlich per Kontaktverbot das öffentliche Leben einzuschränken oder die Volkswirtschaft, solche Folgen für die Volkswirtschaft auch hat. Die spanische Grippe war wesentlich schlimmer. 15 bis 100 Millionen Menschen haben ihr Leben verloren. Wie würden Sie das kommentieren? Naja, also die Parallelen sind in der Tat interessant, weil es eben eine globale Pandemie war mit riesigen Folgen. Nur das Wissen ist natürlich ein ganz anderes gewesen und auch der Referenzrahmen, vor dem das stattfand. Also Menschen, die an Krankheiten sterben, waren überhaupt. Der Tod war vielleicht etwas viel Selbstverständlicheres. Man kam gerade aus dem Ersten Weltkrieg. Und wenn wir uns an die erste Welle jetzt in Deutschland erinnern, mit zweistelligen Todeszahlen, das waren eben Breaking News. Mittlerweile haben wir uns auch daran gewöhnt. Aber erstmal Menschen sterben, oh Gott, nicht? Das ist ja eine Sache. Der Tod ist ja aus unserem Bewusstsein, aus unseren, zumindest aus der westlichen Gesellschaft, weitgehend ausgeschlossen. Und da reagieren wir sehr, sehr sensibel auf diese Dinge. Und das sind ja auch diese ethischen Fragen, die wir hatten. Kann man einen Lockdown machen und Freiheitsrechte einschränken, um die ältere Bevölkerung zu schützen? Und ich glaube, kein Politiker auf der Welt hat eigentlich gesagt, naja, das ist egal. Ne? Und eigentlich haben wir ja interessant, hat der die globale Gesellschaft sehr, sehr ähnlich reagiert. Mit einzelnen Unterschieden natürlich, wenn wir nach Russland schauen, nach Südkorea schauen, was nicht nach Deutschland, nach Italien und so. Aber insgesamt ist es doch sehr, sehr ähnlich. Und genauso ähnlich hat ja auch die Welt auf die spanische Grippe reagiert. Also von daher haben wir so kulturelle Footprints einer Weltgesellschaft, die sich mit diesen Herausforderungen dann eben auf jeweils zeittypischen Art und Weise begegnet. Wir haben eben heute in der Weltgesellschaft, ist es eben nicht egal, wenn in den USA 100.000 Menschen sterben. Wenn die USA mittlerweile, also irgendwann kommt sie dann dahin, dass sie eben mehr Menschen verliert als im amerikanischen Bürgerkrieg und so. Und das ist eben schon ein Faktor. Und da geht man heute im 21. anders damit um, auch durch die Wissensgesellschaft. Die Bilder von Bergamo haben sich verbreitet überall aus den Hospitälern. Das war ja im 1918, 19 alles gar nicht möglich. Und dadurch konnte man das auch eher ignorieren. Man konnte es sozusagen eher unter den Teppich kehren und sich um andere Dinge kümmern, mit den entsprechenden schlimmen Folgen. Heißt es dann für Sie, das ist genau das Zeichen des Fortschritts, der Moderne, und ist eben keine Überreaktion? Ja, das werden wir beurteilen können, wenn wir hoffentlich Corona ein Stück weit unter Kontrolle haben, dass wir dann nochmal überlegen, in Ruhe, wie müssen wir eigentlich diese Reaktion bewerten? Und dann ziehen wir Bilanz. Vielleicht schon im Herbst, wenn wir, wenn die hoffentlich die Impfstoffe wirken und ein Großteil der Weltbevölkerung oder zumindest ein Teil der Weltbevölkerung geimpft ist, zumindest an den großen Pandemieherden, dann müssen wir nochmal Bilanz ziehen. Ob wir vielleicht auch sagen, naja, die Gesellschaften sind auch zu empfindlich in einer gewissen Weise gewesen. Sie haben sich nicht als stressresistent erwiesen. Wir wissen ja auch noch gar nicht, welche Langzeitfolgen dieser Lockdown, diese Krise eigentlich wirklich hat. Also das ist ja alles sagen offen. Wir denken allein an die psychologischen Folgen, an die Selbstmordraten und so weiter, an die Folgen auch für die Schulkinder. Das können wir alles nicht überblicken. Wir können vielleicht dann resümieren, sagen, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Es war der einzige Weg. Oder wir sagen, eigentlich sind wir als Weltgesellschaft, haben wir getaumelt und waren auf eine solche Sache mit unserer global vernetzten Welt, auf Freiheit und sagen, individuelle Selbstentfaltung, waren wir eigentlich auf so eine Sache nicht vorbereitet. Sie hatten das vorhin so schnell abgetan, aber eine Sache können wir doch auch noch beobachten, die vielleicht mit der Zeit vor 100 Jahren zu vergleichen wird. Das ist Erstarken von autoritären Strukturen, Populismus. Also genau dann vor 100 Jahren, beziehungsweise am 20. August 1920, hat Hitler die umjubelte Rede, programmatische Rede im Münchner Hofbräuhaus
gehalten und die Folgen kennen wir. Inwieweit denken Sie denn, dass da eben nach dieser Krise auch so was Ähnliches auf Europa zurollen könnte? Und auf die Welt müssen wir sagen, wenn wir auf die USA und auf viele andere Länder schauen. Also nichts ist für die Ewigkeit gemacht. Und die Gesellschaften, die Weltgesellschaften sind immer dabei, sich zu wandeln in einem evolutionären oder einem revolutionären Prozess. Und wir haben sicherlich lange, auch nach 1990, oder ich bin ja noch ein Mensch des Kalten Krieges, man hat schon immer gedacht, in meiner Schulzeit, der Kalte Krieg wird ewig dauern. Dann kam 1989 bis 1991, surprise, surprise, und dann dachte man, also dieser Zustand dauert ewig. Aber wir sind in einem Wandel begriffen. Und die Herausforderungen sehen wir ja, nicht? Als das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert der Vorherrschaft der USA gewesen ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir sagen, das 21. Jahrhundert war noch ein Jahrhundert der amerikanischen Vorherrschaft, ist wahrscheinlich eher gering, nicht? Sondern alle Zeichen gehen ja in Richtung Chinas, dass man zum 100-jährigen Jahrestag der Volksrepublik China 2049 eigentlich von einer globalen Dominanz Chinas sprechen kann. Und die Frage ist eben auch, ob die Demokratie als politische Form so überleben wird. Ich bin eigentlich der Meinung, dass sie überleben wird. Also ich bin für Europa eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass sie sich doch relativ als überlebensfähig und zäh erwiesen hat. Aber die entscheidende Frage wird ja sein, wie evolutionär weiter kann sich die Demokratie evolutionär weiterentwickeln. Also wir sehen ja, dass die Europäische Union vor einer riesigen Herausforderung steht, dass sie in bestimmten Aspekten in Krisen anderen Systemen eher unterlegen ist, die scheinbar schneller reagieren können, wenn wir an Ostasien etwa denken. Und das wird sich zeigen. Und ob wir dann allerdings in Europa, das ist aber so ein bisschen die Angst, den Rückfall in autoritäre Strukturen haben, wie wir sie mal hatten, mit dem Entstehen des Faschismus, verschiedenen faschistischen Systemen in den 20er Jahren, Sie haben es angesprochen, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, das sind dann neue Formen, vielleicht auch neue Formen der Demokratie, der Volksbeteiligung, Mischformen, die wir eigentlich noch nicht kennen. Ich glaube, es geht wirklich weiter. Und also wir müssen, glaube ich, keine Angst vor der Geschichte haben. Also es ist immer so ein bisschen diesen Diskussionen, es wird so wie in den 20er Jahren, da kommt ein neuer Hitler, ein neuer Mussolini. Nee, also es wird halt dann eine vielleicht irgendwann im Jahre 2050 eine zeittypische neue Form von Demokratie geben, die wir aber nicht einfach mit dem 20. Jahrhundert sozusagen vergleichen können. Wir müssen offen und wachsam sein, aber es wird sich auch bei uns sicherlich Dinge verändern. Und es wird zu prüfen sein, inwieweit wir als auch mit unserem politischen System auf diese Krisen reagieren und es wirklich weiterentwickeln. Und das ist eine große Frage an die EU zum Beispiel auch, nicht? Also, da gibt es einfach Strukturdefizite, die in solchen Krisen nochmal besonders deutlich werden. Und da ist eben die Frage, ist die EU eigentlich reformfähig oder wird irgendwann die Geschichte über sie hinweggehen, genauso wie die Geschichte über das Heilige Römische Reich deutscher Nationen irgendwann hinweggegangen ist? Ich mache mir gerade Gedanken, wie so eine Mischform aussehen kann. We don't know. Ne? Also man hat ja auch im 1848 nicht den Faschismus vorausgesehen. Also wir beide werden, ich werde es als alter Mann vielleicht noch erleben, gerade mal sehen, was passiert. Also das ist ja auch, das wissen wir einfach nicht. Wir wissen nicht, diese Systeme kommen unter Druck. Bisher, glaube ich, ist unsere parlamentarische Demokratie ziemlich resistent, aber wir wissen nicht, was die Folgen sein werden, was noch kommt an Krisen, an Umweltkrisen zum Beispiel. Werden wir Klimakriege wirklich erleben? Wird die Migrationsfrage noch so drängend werden? Ja, was sind dann die Antworten? Das weiß keiner. Und was hat das für Folgen für unser politisches System? Wenn wir jetzt hören, dass Dänemark den Riegel vorschiebt, dass in Städten nicht mehr als 30% nicht westliche Ausländer leben sollen. Das wäre ja noch vor einigen Jahren unvorstellbar gewesen. Was sind die Reaktionen der westlichen Gesellschaften darauf? Also das ist alles offen. Das Wort Krieg ist ja gefallen und es liegt nicht so nah, eben genau über das Thema mit Ihnen als Militärhistoriker zu sprechen. Und das Wort scheint mir tatsächlich öfter zu lesen sein in der Presse oder auch erst kürzlich auf internationaler Bühne, zum Beispiel durch
den russischen Außenminister Lavrov, der gesagt hat, wer Frieden will, bereite sich auf den Krieg vor. Sehen Sie denn den Krieg oder Kriege näher noch an uns als in den Jahren zuvor? Naja, man muss immer sagen, die Kriege waren nie weg, obwohl die Europäer immer das dachten mit der Friedensdividende und so. Und dann wird dann oft von den 90er Jahren als dem friedlichen Jahrzehnt gesprochen. Und ich meine, es war natürlich nicht friedlich. Wir haben einen blutigen Bürgerkrieg in Jugoslawien gehabt. Und auch die Zeit nach 1990 zeigt ja in den Statistiken, dass die Kriege nicht weniger geworden sind. Im Gegenteil, nur sie sind nicht so blutig wie vorher. Also die Verlustzahlen gehen runter und wir haben natürlich keinen Krieg der großen Weltmächte gehabt. Also der Krieg als Erscheinungsform wird natürlich weitergehen und die große Frage, die uns umtreibt, werden wir nochmal einen Clash der Großmächte haben? Weil kleine Kriege oder Bürgerkriege, Interventionskriege, wie wir das in Syrien sehen, die wird es natürlich weitergehen. Und das ist die große Frage und da bin ich eher gesagt skeptisch. Also auch die Europäer haben Angst vor Russland, Russland hat Angst vor Europa oder China oder den USA. Das ist aus jeweils individueller Sicht oder der Nationen nachvollziehbar. Aber ich glaube nicht, dass Verrückte in Moskau sitzen, wie ich genauso nicht glaube, dass Verrückte in Washington sitzen. Und keiner hat eigentlich wirklich ein Interesse daran, Krieg zu führen. Also mir fehlt die Fantasie, dass wir eines Tages Herr Lavrov und Herr Putin oder wer immer dann in Moskau in charge ist, also russische Panzerdivision Richtung Warschau schicken wird. Und umgekehrt wird natürlich auch die NATO nicht irgendwie Russland angreifen. Ja, aber Sie haben doch Krim und die Ostukraine. Ja, aber Sie haben eben sehr interessant, dass Sie was eben nicht gemacht haben. Also Sie hätten ja 2014 ohne Probleme das Baltikum einnehmen können. Die NATO hätte mit heruntergelassenen Hosen dagestanden und hätte das nicht verhindern können. Sie haben es nicht gemacht. Putin hätte auch in der Wahlnacht, als der amerikanische Präsident gewählt wurde, hätte er auch eine militärische Aktion starten können. Ob die USA da handlungsfähig gewesen wären, kann man auch bestreiten. Er hat auch nichts gemacht. Also, und da muss man immer sehen, Russland ist nicht die Sowjetunion von den Capabilities. Ja, sie haben ihre Streitkräfte hochgerüstet. Sie sind auch noch technologisch den Chinesen überlegen. Und sie sind auch, sagen, handlungsfähig. Aber sie sind natürlich nicht in der Lage, dauerhaft einen Krieg durchzuhalten. Weil was würde dann mit ihren Gas- und Ölexporten passieren? Also es würde wirtschaftlich zusammenbrechen, dieses Land, binnen kurzem. Und was wäre damit auch gewonnen, dann irgendwie? Also, ich glaube, dass das eben zum Teil eben ein Pokerspiel ist auf internationaler Bühne. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch die Ostukraine und Krim war das Risiko, wirklich an einen Krieg zu schlittern, ja extrem überschaubar. Und in der Ostukraine hat man einfach einen Konflikt, den man an- und ausschalten kann. Und die ganzen Befürchtungen, dass man die Südukraine aufrollen würde, sind alle nicht eingetreten. Also ich würde da mal ein bisschen abrüsten. Und man hat dann auch verbale Säbelrasseln, aber ich glaube, ich sehe auch keinen Militärexperten von Rang, der jetzt wirklich Angst hat, dass Russland morgen in Riga steht oder dergleichen. Ich glaube, dass wir versuchen müssen, ein Stück aufeinander zuzugehen, dass wir versuchen müssen, diese Verträge, die Vertragswerke, die aus dem Kalten Krieg kommen, dass wir dieses System, dass das wieder greift, dass wir sozusagen Arms Limitation Talks machen, diese ganzen Dinge und dass wir ein Stück weit mit dem Antagonismus leben müssen. Das ist damit werden wir leben müssen. Aber also eine wirkliche Kriegsgefahr, ehrlich gesagt, sehe ich nicht. Und die Frage ist natürlich, was folgert da draus? Nehmen wir das wirklich ernst? Das ist, also wenn wir den Krieg nicht befürchten, warum rüsten wir dann, könnte man ja fragen. Dann könnte man das lieber der Universität Potsdam geben, das Geld, oder ihrem Institut, könnten wir schöne Dinge mitmachen. Aber es geht natürlich auch da um Capabilities, also um sei vorbereitet. Aber ob die Deutschen wirklich vorbereitet sind, einen Krieg zu führen, ist ja auch die große Frage. Diese Frage werde ich gleich stellen, aber davor noch einmal, Sie haben jetzt gesagt, die Konflikte, die Kriege könnte man jetzt einfach so schnell ausschalten, aber beim Thema Ostukraine, das ist schon seit 7 Jahren so der Fall und es scheint nicht so einfach abzuknipsen sein.
Aber der Konflikt ist eben, ich sag von Putin, was ich meinte, ist, dass Putin diesen Krieg also eskalieren und deeskalieren kann. Also er will natürlich, dass dieser Konflikt weiterschwebt, weil es ihm Einflussmöglichkeiten gibt. Also es ist für ihn eine wie so eine ein Dimmer, den man höher und niederschrauben kann. Und also ich glaube nicht, dass Putin ein Interesse daran hat, das irgendwie gütlich zu lösen. Er könnte es natürlich, aber er wird es nicht tun, weil das nicht in seinem Interesse ist. Und es geht ja darum, einfach nach einer Phase der subjektiv empfundenen Demütigung wieder zurück auf die internationale Bühne zu kommen. Und das muss man ja sagen, das ist ja Putin gelungen. Es ist ihm gelungen, mit Syrien, Krim, Ostukraine wird man nichts oder versucht man nichts gegen Russland zu machen. Und Russland hat sich damit zurück in die internationale Gemeinschaft gebombt, zumindest in Syrien. Und das haben sie insofern, sage ich jetzt mal ganz wertfrei, schlau gemacht, weil die Europäer eben auch die Möglichkeiten dazu gelassen haben. Und im Falle von Ukraine und Krim einfach auch schwach waren und überhaupt diesen Bereich gar nicht auf dem Radar hatten. Und die 2014 war die NATO, war Deutschland auch voll auf Auslandseinsätze, Afghanistan und so weiter fixiert. Kein Mensch hat daran gedacht und war deswegen auch nicht vorbereitet. Deswegen musste Putin auch keine Gegenreaktion fürchten. Das wäre jetzt anders. Aber der Krieg in der Ostukraine hat ja bereits über 13.000 Menschenleben gekostet. Aber noch zu einem anderen Thema. Sie haben gesagt, die NATO wäre dagestanden und hätte nichts gemacht. Das führt mich zu einer nächsten Frage. Also es ging darum, dass Sie gesagt haben, Putin hätte auch 2014 das Baltikum annehmen können. Das war das bekannte Morir für Tallinn, also ja. Sterben für Tallinn, würde die NATO tatsächlich etwas tun. Und hier der vielleicht nochmal zu Ihrem neuesten Buch. Sie haben ein Buch herausgebracht, Deutsche Krieger vom Kaiserreich zur Berliner Republik. Über das Kaiserreich wollte ich nicht sprechen, aber wäre denn Deutschland denn überhaupt kriegsfähig? Wäre das, also wie hätte das ausgesehen? Wie würde das aussehen? Was ist da Ihre These? Ja, in dem Buch geht es auch vor allen Dingen gar nicht ums Kaiserreich, sondern um die Bundeswehr, auch um die Bundeswehr heute. Und ich schilder in dem Buch auch, wie man 2014 eigentlich, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, mit der runtergelassenen Hosen dastand, weil die Bundeswehr und die Bundesrepublik Deutschland eigentlich die Bündnislandesverteidigung, BVLV im Bundeswehrsprech genannt, eigentlich 2001, 2002 aufgegeben hat. Und was man einfach sich nicht vorstellen konnte, je nochmal in einen Konflikt mit Russland zu kommen. Man war von Freunden umgeben und man hat sich ganz ausgerichtet auf die Auslandseinsätze. Und die waren ja eigentlich auch zunächst geprägt durch eher durch Brunnenbohren und nicht durch Kampfeinsätze. Und 2014 ist man eben oft wirklich überrascht worden, völlig auf dem falschen Fuß. Und diesem Zeitpunkt war die Bundeswehr ein Schatten ihrer selbst, weil sie über Jahrzehnte, ja, oder seit 1990 immer weiter abgerüstet wurde. Das war sicherlich 2014, 15 der Tiefpunkt der Einsatzbereitschaft. Das heißt, wenn Putin in diesem Moment gesagt hätte, ich greife nach der großen Beute, ich gehe ins Baltikum über Weißrussland, also die Deutschen hätten überhaupt gar nichts machen können, weil sie hätten nicht mal ihre paar Panzer dahin bekommen, weil es viel zu wenige Eisenbahnwaggons gegeben hat, die Panzer haben tragen können. Es gab zu wenig Munition, also es wäre nichts möglich gewesen. Und das hat dann wieder dazu geführt, dass man dann sagte, ja, jetzt müssen wir wieder Bündnisverteidigung, Artikel 5 NATO-Vertrag, wir müssen auch die baltischen Staaten, Polen schützen. Und das ist ja die Diskussion bis heute. Die Bundeswehr soll eben alles tun, Auslandsansätze und Bündnisverteidigung. Und wirklich vorangekommen sind die Deutschen nicht. Also auch heute könnte man zwar ein bisschen mehr machen, aber ich glaube, es wäre keine große Gefahr für die russischen Streitkräfte. Also die russischen Streitkräfte sind so capable mittlerweile geworden, dass also die halb ausgerüstete deutsche Brigade, die man da vielleicht irgendwie mit Mühlen hinkarren würde, sicherlich keine Gefahr ist. Und das ist ja die große Debatte, die wir in Deutschland haben. Sind wir überhaupt kriegsfähig?
Also schreckt die Bundeswehr überhaupt ab? Also ist die Bundeswehr eine so starke mit ihren Bündnispartnern Streitmacht, dass sie Russland vor einem solchen Schritt abschrecken würde, wenn ein solcher Schritt je politisch gewollt wäre, so wie das im Kalten Krieg der Fall war? Und ich glaube, die Russen müssen alles fürchten und nicht die Bundeswehr. Und das ist die große Debatte. Wir geben ein irrsinniges Geld aus, das beschreibe ich auch in dem Buch, ein irrsinniges Geld aus dafür, aber was wir dafür bekommen und erreichen, ist relativ gering. Und ich glaube, es gibt in der Politik und in der Gesellschaft nur wenige Leute, die wirklich bereit sind, Muriel Potalin, haben sie gesagt, wirklich dann auch an einen Krieg zu ziehen und zu sagen, nein, Artikel 5, wenn jemand die Karte zieht, sind wir bereit, ja, hart formuliert, auch zu sterben dafür. Das sehe ich eigentlich überhaupt nicht, sondern ich sehe das eher in der Bereitschaft bei den Briten vielleicht, bei den Amerikanern sicherlich. Es gibt auch in Deutschland in der Bundeswehr solche, die das machen würden, aber insgesamt sehe ich die Bereitschaft dazu nicht. Und dann fragt man sich natürlich, wofür geben wir dann das ganze Geld aus? Weil das könnte man doch für Ihr Institut und meine Uni viel besser dann einsetzen. Und das ist eine große Frage in der deutschen Debatte, nicht nur bei der Frage, wie viel Panzer sind einsatzbereit, sondern ist Deutschland eigentlich auch bereit, eine Armee potenziell einzusetzen, also zu drohen, abzuschrecken, Deterrence, oder sie notfalls auch wirklich einzusetzen. Und da ist die Erfahrung der letzten 15 Jahre, sowas wie Afghanistan-Kampfeinsätze darf nie wieder passieren. Und das ist für die NATO insgesamt ein Problem. Das weiß natürlich auch jeder, dass Deutschland da ein schwaches Glied ist, weil sie im Zweifelsfall sich raushalten wollen aus diesem Ding. Und das schwächt natürlich die Abschreckung. Bevor ich zur letzten Frage komme, muss ich doch fragen, wie war die Reaktion dann auf das Buch? Ja, die ist ganz unterschiedlich. Also das hängt immer vom Standpunkt ab. Also ich glaube, in der Bundeswehr haben das, wird es weit gelesen und da waren sehr viele sehr, sehr positive Reaktionen. Es gibt aber auch empörte Reaktionen, die ich also eher im Friedenscamp sozusagen sehe, die natürlich auch ein Narrativ entwickeln. Und das kann man ja auch entwickeln. Das ist ja auch sozusagen legitim. Die sagen, nein, wir müssen zu einer friedlichen Konfliktlösung kommen. Und die auch, sagen wir mal, kulturell und habituell ein Problem mit Streitkräften haben. Weil mein Argument ist, die Bundesrepublik Deutschland kann ja auch die Streitkräfte abschaffen, hätte ich kein Problem damit. Wenn sie aber nicht abschafft, sollte sie sie zumindest einsatzfähig halten. Und dazu gehört dann auch eine Mentalität. Und mit dieser Mentalität hat man in Deutschland zum Teil zumindest ein großes Problem. Und daraus ergibt sich dann sicherlich auch eine Kritik an meinem Buch. Allein der Titel Deutsche Krieger, also russische Krieger, wäre in Russland, glaube ich, kein Skandal oder so oder nicht für Aufregung sorgen, in Deutschland schon. Das ist natürlich ein Stück weit auch eine Provokation, aber sie macht deutlich, worum es in dem Buch eigentlich geht, nämlich um die Kriegführung und um die Menschen, die diesen Krieg führen sollen oder geführt haben. Wagen wir mal einen positiven Blick zum Abschluss in die Zukunft. Nach der Corona-Krise könnte uns rasch ein Aufschwung folgen. Mehr noch, es könnte auch ein Jahrzehnt des Fortschritts blühen. Das diskutieren ja auch einige. Was denken Sie? Also ich bin Optimist. Ich bin immer Optimist gewesen und ich glaube und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir im Herbst zumindest in Europa, nicht global, aber in Europa durch sind und dass wir die meisten Menschen geimpft haben. Und dann glaube ich, es gibt ja nach wie vor sehr viel Geld in unseren Gesellschaften, gibt es ein enormes Bedürfnis, Dinge nachzuholen, die wir jetzt im Shutdown nicht haben leben können. Und ich glaube, es gibt ein enormes Konsumbedürfnis, es gibt ein Reisebedürfnis. Und ich glaube und hoffe, dass wir alle so robust sind, dass wir nach dieser Durststrecke zu unserem normalen Leben zurückkommen, dass wir bestimmte Dinge auch gelernt haben, dass wir vielleicht ein Stück weit bescheidener geworden sind. Also Zoom-Meetings, wie wir sie jetzt machen, und Zoom-Interviews wird es vielleicht trotzdem geben, weitergeben, dann sparen wir auch ein bisschen die Reiserei. Aber in anderen Bereichen wird es, glaube ich, wieder kraftvoll nach vorne gehen. Und ein Stück weit wird die Gesellschaft schon eine andere sein, die Mentalität eine andere sein. Aber ich wünsche mir, dass wir vielleicht ein Stück weit bescheidener sind, dass wir ein Stück weit mehr auf unseren Planeten Erde Acht geben und dass wir dann eigentlich aus guten und mit bewussten Zügen unser Leben genießen können. Herr Professor Neitzel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ganz herzliche Grüße nach
Berlin. Und für alle, die das nächste Gespräch nicht verpassen wollen, einfach den Abonnieren-Button unten klicken und auch das Glöckchen, dann wird man informiert, wann das nächste Gespräch kommt. Herzlichen Dank.